habe heute Morgen bei der Nationalratspräsidentin und im Schaffhauser Regierungsrat meinen Rücktritt aus dem Nationalrat bekannt gegeben, auf den 8. September dieses Jahr. Es gibt zwei Gründe dafür. Der eine ist, dass ich pensioniert würde, also 65 würde am 7. August. Und der zweite Grund ist, dass ich dafür sorgen will, dass die Chancen der SP, den Sitz zu behalten, bei den nächsten Wahlen in zwei Jahren, dass die grösser sind. Und die sind einfach grösser, wenn eine bisherige Amtsinhaber, ich kann kandidieren wieder. Und wenn Frau Munz jetzt meine Nachfolgerin wird, hat sie zwei Jahre Zeit, um sich im Nationalrat einzuschaffen und als Nationalrätin, als bisherige anzutreten in zwei Jahren. Und damit ist die Möglichkeit, dass der Sitz bei der SP bleibt, grösser, wenn es nicht so wäre.